So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich habe immer noch im Hintergrund kurz das Bild dann im Sichtfeld gehabt, also der Stream selber, damit eben auch das Bild dann erscheint. Aber bislang macht jetzt der Procaster ja seit der Pause keine Probleme mehr. Der DAX ist heute ja bislang weder richtig bullisch noch bärisch, konsolidiert hier auf zwischen der 9950er Marke. Im Tief hat er jetzt hier 9930 erreicht und im Hoch 9988 Punkte. Also hier kann der DAX eben, wenn er jetzt die 10.000 Punkte Marke überschreitet, Richtung Gap Close gehen, was aber Intraday hier mit diesem Pfeil kein neues Kaufsignal auslösen würde, nur wenn er jetzt hier ja auf 4 Stunden Basis bzw. auf Tagesbasis hier einen Schlusskurs bildet, könnte sich der DAX dann bis an die Trendlinie, an die Abwärtstrendlinie vorarbeiten. Sonst wäre das hier womöglich auch eine Short-Chance direkt knapp unter der 10.100er Marke. Ein Umkehrsignal abwarten im Stundenchart oder auch im 15-Minuten-Chart, der eine Umkehrkerze und dann sehr spekulativ Short. Alles, was jetzt hier dazwischen liegt, ja, ist jetzt für wirklich neue Trades ja nicht geeignet. Höchstens dann halt wirklich im 5- oder auch 15-Minuten-Chart, aber im Moment ist jetzt hier der DAX wenig spannend am heutigen Tag. Sonst im ein bisschen älteren Chartbild gibt es ja eben auch die 10.040er Marke, also da kann er dann auch abprallen. Es ist nicht natürlich gegeben, dass sie hier kompletten Gap Close, hier könnte auch nur eine Verbindung wieder erreicht werden zwischen den beiden Kerzen, dann wäre das auch schon mal eine Bedingung oder eine kleine Bedingung erfüllt, eines Gap Closes, aber nicht komplett, das ist ja dann nur ein Anditschen. So, dann was interessant wird, ist eben Gold und WTI und Brent, habe ich ja gestern schon erwähnt. Gerade jetzt WTI kommt hier eben auch an die ehemalige Sellmarke hin. Da hätte ich gerne eben nochmal ein Hoch und dann nochmal eine Umkehrkerze, im Stundenchart. Dann könnte man mit einem Stopp, der sogar auf dem Hoch dann liegt, gut arbeiten. Sonst muss man überlegen, wo vielleicht eben auch eine neue Sellmarke man platzieren könnte. Brent hat eben jetzt hier die 51 US-Dollar erreicht und sieht eben hier auch aus, dass er noch ein neues Hoch halt machen will und dann nochmal, sag ich mal, die Trend-Trader nochmal reinlocken mit einem neuen Hoch, ja, die Markttechnik-Leute, aber dann im Prinzip halt dann abfischen. Zum Gold, wie gesagt, hier hat er ja das Kursziel bei rund 1310 abgearbeitet, hoch war dann 15. Im Stundenchart gab es ja hier eine Sellmarke, die gut funktioniert hat. Und jetzt, wenn man hier im Stundenchart Gold anschaut, hat sich hier unten eine kleine, ja, flache Trendlinie gebildet, die in etwa auf dem EMA 200 verläuft. Gleichzeitig ist ja hier eine horizontale Unterstützung auch drin, wo auch letztens, aber ich weiß nicht, warum das Rechteck weg ist, hier ist natürlich auch die Unterstützung, die bisschen breitere da. Hier könnte man nun im Prinzip auf das letzte Low, das letzte Verlaufstief, eben eine neue Sell-Trigger-Marke setzen.
Doch so ganz, ja, wohl ist es mir dabei nicht, ja. Aber ein Versuch wäre es wert, aber das wäre wirklich nur, sollte die Marke eben vor Donnerstag gerissen werden. Also jetzt die nächsten 24 Stunden, würde ich mal sagen. Also ab Donnerstagabend, wenn dann die Abstimmung, die ersten Hochrechnungen stattfinden, da wird es sehr volatil, da kann man da muss man oder da muss man oder sollte man definitiv am Rechner sein, wenn man irgendwelche kurzfristigen Positionen sowieso eingeht. Das wird sicherlich volatil zugehen im DAO, im Gold, genauso wie im DAX oder auch bei den Währungspaaren. Also da eben Vorsicht walten. Aber wenn es jetzt hier, wie gesagt, die nächsten 24 Stunden zu der Sell-Trigger-Marke sich Gold vorarbeiten sollte, kann man es schon versuchen. Allerdings wäre eben hier auch ein Stopp auf dem letzten Hoch, beziehungsweise, aber da wäre mir das wirklich zu weit weg. Das wären über 20 US-Dollar. Da wäre schon ein Stopp näher angebracht, ja, an der Unterkante zum Beispiel, an der Oberkante des Rainbows. Aber da werde ich nachher noch genaueres Setup dann vorstellen. Zum Euro-Yen konnte jetzt heute Nacht wieder von der Unterstützungslinie, die schon länger eingezeichnet ist, nach oben abprallen. Also das Unterstützungsniveau ist jetzt nochmals bestätigt worden. Hier gab es eben nur einen schnellen Abverkauf, der Schlusskurs lag in der Höhe und dann sieht man ja an den Kerzen hier, dass jeweils der Schlusskurs, beziehungsweise das Tief, nicht der Schlusskurs, da eben die Umkehr dann stattfindet, genau an dem Level. Australische Dollar, neuseeländische Dollar liegt jetzt hier plus minus 0. Pfund australischer Dollar hat jetzt hier fast das Kursziel erreicht. Ich glaube, ich habe es schon gestern erwähnt. Gewinne sollte man hier oder Teilgewinne definitiv mitnehmen. Hier wäre eben direkt ein Hoch noch möglich gewesen oder nochmal, dann wäre hier eine Welle theoretisch eigentlich fertig. Korrektur. Also ein ja, neues Hoch kann hier schon noch folgen, aber wie gesagt, Teilgewinne mitnehmen ist hier nicht verkehrt. Bei australischer Dollar, kanadischen Dollar liegt man im Plus und ja, Kursziel ist noch ein Stück weit entfernt. Da kann aber, wie auch gestern schon gesagt, nicht mehr viel passieren. Da ist der Stopp auf dieses Level angehoben worden. DAX hat man besprochen. Hier, da gab es jetzt das noch die zwei, die gestern veröffentlicht worden sind. Hier gab es eben keinen Rücklauf. Pfund gegen US-Dollar, um einzusteigen. Das, was im Wochenendvideo vorgestellt worden ist, ist ja gleich in der Nacht aktiviert worden. Also kaum handelbar, außer wer der wirklich da dann auf war. Und hier gab es dann keinen Rücklauf. Beim Pfund gegenüber japanischen Yen gab es nur einen Rücklauf leider an die 51, 1,5163. Da lag das Limit bei 51,30. Das ist jetzt hier gar nicht drin. Habe es nicht ausgeführt worden. Hier, ja, kämpft das Währungspaar jetzt mit dem Ausbruch. Aber wie gesagt, ich hätte hier unten lieber einen Einstieg gefunden, der mir jetzt nicht stattfand, anstatt hier. Da ist das Chance-Risiko-Verhältnis im Prinzip zu gering. Der Stopp müsste hier liegen. Es ist wirklich nur ein CRV von 1. So, das war's. Danke fürs Zuhören und ich melde mich später wieder.